zu einem neuen Vlog. Ja, was liegt heute an? Heute liegt Folgendes an. Ich musste meine Webseite leider neu machen. Also, wenn ihr schon bemerkt habt, ich war gute 2 Tage offline, habe dann innerhalb von weiteren 2 Tagen meine Webseite quasi selbst neu programmiert. Es gab da irgendwie so ein paar Probleme mit meinem Anbieter, keine Ahnung warum. Jetzt bin ich natürlich zum anderen Anbieter gewechselt, wo ich auch schon meine Domains registriert habe und habe dann quasi meine Homepage nochmal neu programmiert, und zwar diesmal selber. Und ja, das muss ich jetzt noch ein bisschen verfeinern, müssen noch ein paar Feinheiten gemacht werden, und ganz wichtig, es muss noch ein mobiles Design erstellt werden. Es ist jetzt jede Menge Arbeit. Ja, da dürft ihr mir heute über zuschauen. Ist viel Spaß. So, ihr Lieben. Ja, ich bin leider noch nicht zum Programmieren meiner Webseite gekommen, weil ich gerade daran arbeite, für mein iPhone eine permanente VPN-Verbindung einzurichten. Deswegen musste ich das iPhone einmal löschen und ja, quasi mit einem Profil bestücken aus dem Apple-Konfigurator. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Also, hoffentlich klappt es, ansonsten muss ich auf eine externe App zurückgreifen. Ist zwar auch aus dem App Store, aber das tut man natürlich nur ungern, weil man möchte das ja alles mit Bordmitteln realisieren. Frage, warum mache ich das? Ist ganz einfach, ich bin häufig auf Arbeit oder meinetwegen auch beim Kunden, wenn ich da WLAN nutzen darf. Wie gesagt, in einem anderen WLAN, und ich möchte gerne über einen VPN-Tunnel quasi in mein eigenes WLAN quasi rein, um halt Daten sicher austauschen zu können. Also ich möchte noch mal ein bisschen die Sicherheit erhöhen, wenn es eben halt möglich ist. Und noch was Schönes ist daran, ich kann quasi über die Fritz Phone App in der Fritzbox registrierten Telefonnummern verwenden. Das ist auch nochmal gut. Und warum ich das besonders gut finde, das erkläre ich euch nachher. Schuldig bezüglich, warum mache ich so einen riesen Aufwand mit iPhone und VPN. Ist ganz einfach. Ich möchte ja nicht nur datensicher übertragen über das iPhone, sondern ich möchte meine Fritz Phone App, die ich schon lange nicht mehr genutzt habe, nutzen, um das Festnetz, was ich hier schon habe, auch unterwegs zu nutzen. Problem dabei ist, ich brauche eine VPN-Verbindung, weil diese App nur im lokalen Netzwerk funktioniert. Mit einer VPN-Verbindung bin ich quasi in meinem lokalen Netzwerk und kann die App daher nutzen. Ja, das Problem ist, wenn das iPhone im Standby-Betrieb ist, geht die Verbindung verloren. Geht die Verbindung verloren, kann ich nicht mehr erreicht werden, beziehungsweise ich kann auch erstmal nicht mehr anrufen, muss die Verbindung manuell wiederherstellen. Dieses Problem muss ich jetzt lösen und brauche nur meinen Festnetzanschluss. Und das war's. Ja, und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt. Oder nutzt ihr vielleicht auch VPN? Schreibt mir mal gerne, wofür ihr VPN nutzt, in die Kommentare. Oder wenn ihr Fragen habt, einfach mal unten reinschreiben. So, und jetzt geht's um meine beiden Kanäle, den Vlog-Kanal und den Kanal Hashtag IT verstehen. Meine Frage ist, was haltet ihr davon, wenn ich diese beiden Kanäle hier im Vlog-Kanal zusammenlege und einmal in der Woche einen Vlog drehe, dann könnt ihr sehen, wie es hier hinter den Kulissen abgeht, und eine Folge Hashtag IT verstehen. Einfach mal
in die Kommentare schreiben oder wenn ihr die Idee gut findet, dann vielleicht mal einen Daumen nach oben geben, dann weiß ich genau, woran ich bin. Ansonsten müssen wir da nochmal drüber reden. So, das war's für heute. Wir sehen uns Donnerstag wieder. Und immer dran denken, macht was, dann bekommt ihr auch was.